In diesem Video werden Erklärungen menschlichen Erlebens und Verhaltens aus Sicht des sogenannten humanistischen Ansatzes besprochen. Der Begriff humanistisch wird abgeleitet vom lateinischen Wort humanitas und bedeutet übersetzt Menschlichkeit. Die Benennung des Ansatzes deutet darauf hin, dass Vertreterinnen und Vertreter dieser psychologischen Richtung besonderen Wert darauf legen, dass die Würde der jeweiligen Person von größter Bedeutung ist und diese deshalb beispielsweise nicht ausschließlich nur im Hinblick auf eine mögliche Erkrankung betrachtet werden. Der humanistische Ansatz vertritt unter anderem vier Grundprinzipien. Erstens, der einzelne Mensch steht mit seinem gesamten Erleben und Verhalten im Mittelpunkt des Interesses und nicht seine Krankheit. Ein zweiter Punkt wäre dann, bei jedem Menschen gibt es ein Grundbedürfnis, die personale Disposition, die Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Es geht darum, die eigenen Potenziale und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ein dritter Punkt. Man sollte sich auch dann mit psychischen Problemen auseinandersetzen, wenn die Ursachen für eine Erkrankung nicht eindeutig belegbar sind. Beispiele in diesem Zusammenhang könnte die Auseinandersetzung mit der Sinnfrage, der Bewältigung menschlichen Leids und zwischenmenschliche Konflikte sein. In allen angeführten Fällen gibt es keine eindeutig erkennbaren Anlässe für viele der hier angeführten Probleme und auch keine schnellen Lösungen, um diese Herausforderungen im Interesse der Menschen bewältigen zu können. Ein vierter Punkt. Die Würde des Menschen ist von größter Bedeutung. Es ist ein Ziel, den Menschen zu verstehen und nicht diesen zu kontrollieren. Ein bekannter Vertreter des humanistischen Ansatzes ist Carl Rogers. Bei seinem Menschenbild geht er davon aus, dass der Mensch eine Tendenz zur Selbstverwirklichung hat. Der Mensch hat seiner Ansicht nach verschiedene Arten von Bedürfnissen. Da wäre das Bedürfnis nach individueller Weiterentwicklung ein Streben nach Selbstverwirklichung. Darüber hinaus nimmt er ein Bedürfnis biologischer Art an, wie zum Beispiel jenes nach Nahrung und Sexualität. Carl Rogers setzt sich für eine sogenannte klientenzentrierte Therapie ein. Es handelt sich um eine Gesprächstherapie, bei der der Dialog im Vordergrund steht und nicht zum Beispiel der Einsatz von Medikamenten. Aus Wertschätzung gegenüber den Patienten werden diese als Klienten bezeichnet. Die Klienten entscheiden gemeinsam mit den Therapeuten über die Ziele der Therapie und inwiefern er sich selber deshalb die eigene personale Disposition verändern möchte. Carl Rogers verwendet, wie auch andere humanistische Psychologinnen und Psychologen, den Begriff des Selbstkonzepts. Unter dem Selbstkonzept versteht man das Selbstbild des jeweiligen Menschen und die damit verbundenen Antworten auf die Fragen, was bin ich und was kann ich? Jeder Mensch hat ein Selbstkonzept. Dieses beeinflusst jeweils das eigene Verhalten und Erleben. Die Sichtweise des Menschen auf sich selbst entspricht nicht zwingend der Realität. Wenn Menschen beispielsweise die eigenen Fähigkeiten unterschätzen, spricht man von geringem Selbstbewusstsein. In diesem Sinne werden zwei Arten des Selbst unterschieden. Da wäre das ideale Selbst, so möchte man gerne selber sein, und das reale Selbst, so ist man letztlich wirklich. Wie schon angeführt, kann es einen großen Unterschied zwischen dem idealen und dem realen Selbst geben, wenn das Individuum erhebliche, merkliche Differenzen, also Unterschiede zwischen beiden Arten des Selbst feststellt, kann dies beispielsweise von Unzufriedenheit bis hin zu einer Sinnkrise führen. Ein weiterer Vertreter des humanistischen Ansatzes ist Abraham Maslow. Er geht davon aus, dass es das Ziel jedes Menschen sei, ein Gipfelerlebnis zu haben, ein sogenanntes Flow-Erlebnis. Mit solch einem Erlebnis sind beispielsweise Gefühle von Glück und Erfüllung verbunden. Menschen beschreiben dies als einen mühelosen Zustand. Die Dauer solch eines Erlebnisses ist nur vorübergehend und stellt keinen dauerhaften Zustand dar. Besonders bekannt wurden seine Vorstellungen
zur Klärung von menschlichen Bedürfnissen und Motiven, der sogenannten Bedürfnispyramide bzw. Bedürfnishierarchie. Er geht hier von der Vorstellung aus, dass grundlegende Bedürfnisse wie zum Beispiel Hunger und Durst zumindest teilweise befriedigt werden müssen, bevor sich der Mensch mit anderen Bedürfnissen auseinandersetzt. Er nennt eine Reihe von Bedürfnissen, die er in verschiedene Niveaus einteilt. Die angenommenen Bedürfnisse können in Form einer Pyramide dargestellt werden. Von den körperlichen Bedürfnissen an der Basis bis hin zur Selbstverwirklichung an der Spitze der Pyramide. Physiologische Bedürfnisse würden dann körperlichen Bedürfnissen entsprechen. Sicherheitsbedürfnisse würden dann folgen, wie Gefühl der Sicherheit und Stabilität. Darauf würden dann soziale Bedürfnisse, wie soziale Beziehungen und Rollen, dann darauf folgen in dieser Pyramide. Bewegen uns jetzt weiter nach oben. Sind wir bei den Individualbedürfnissen und ein aktiver Teil und passiver Teil wird dann hier unterschieden bei den Individualbedürfnissen. Zum aktiven Teil kann gesagt werden, dass zur Befriedigung dieser Art von Bedürfnissen man durch eigenes Verhalten wesentlich beitragen kann, beispielsweise zur Erreichung eines Gefühls von Stärke und Erfolg. Passiver Teil solcher Individualbedürfnisse, hier ist das Individuum auf andere angewiesen, unter anderem Wertschätzung und Ansehen des Individuums bei anderen. An der Spitze der Pyramide steht für Maslow die Selbstverwirklichung. Das eigene Potenzial, die eigenen Möglichkeiten können vollständig ausgeschöpft werden. Dieses Niveau erreicht laut Maslow nur 2% der Menschen. Die Vorstellungen von der Bedürfnispyramide unter anderem dafür kritisiert, dass die darin enthaltene überaus starke Betonung des Individuums Ausdruck eines typisch westlichen Denkens sei und schon deshalb nicht auf Menschen aller Kulturen übertragen werden können. Darüber hinaus kann es sein, dass nicht immer in der gleichen Reihenfolge die Bedürfnisniveaus erfüllt werden. So opfert beispielsweise eine Mutter ihr eigenes Leben, um das ihres eigenen Kindes retten zu können. In diesem Beispiel wäre für die Mutter die Befriedigung der sozialen Bedürfnisse wichtiger als die der Sicherheitsbedürfnisse. Andere kritisieren, dass in der Sichtweise Maslows der Mensch zu sehr auf seine Befriedigung von Bedürfnissen reduziert wird. Man erklärt sich, dass menschliche Verhalten weitgehend durch die Befriedigung von Bedürfnissen. Andererseits gibt es einige Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftswissenschaften, die Maslows Sichtweise befürworten, indem sie unter anderem anmerken, dass Verkäuferinnen und Verkäufer beispielsweise die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Bei einer Bewertung des humanistischen Ansatzes kann hervorgehoben werden, dass bei dieser Sichtweise dem Individuum eine überaus große Bedeutung beigemessen wird. Dies zeigt sich in der Betonung des Werts der individuellen Erfahrung, einer optimistischen Sicht der Persönlichkeit und der Annahme einer Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Negativ angemerkt werden kann, unter anderem, dass das Streben nach Selbstverwirklichung auch egoistische Formen annehmen kann und im Hinblick auf Wissenschaftlichkeit vielfach Beweise fehlen bzw. Erkenntnisse mehrheitlich durch Beobachtung gesunder Menschen gewonnen wurden.